Okay, Party People, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Bestrafung weniger gerne machen wollte. Sorry, dass das Mikrofon jetzt relativ weit weg ist. Das ist halt schwierig bei VR, ja. Ich muss jetzt nämlich ein VR-Horrorspiel spielen. Nice. Ich hasse Horrorspiele. Und in VR wird dann alles noch viel schlimmer. Wundert euch nicht, wenn ich nicht schreie. Ich leide einfach in mir selber drin. Und das ist mein Mut. Ja, das ist mein Mut. Also, Yep. Das ist creepy. Okay, ich habe meine zwei Hände. New Game. Emily Wants to Play soll ein ziemlich fieses Horror-Game sein. Wir sind ein Hello. Pizza-Lieferant. Your pizza's here. Pizza ist da! Gib mir eine Pizza! Hallo? Da ist was. Das erklärt mir das Spiel. So kann ich grabben. Oh. Okay, das funktioniert nicht. Was soll ich denn grabben? Ja, geil, jetzt darf ich euch erstmal schön meinen Rücken zukehren, weil ich mich scheinbar nicht drehen kann. Also, ein schöner Rücken kann auch entzünden, habe ich gehört. Okay, will jemand eine Pizza? Normalerweise würde ich jetzt ja sagen, keiner da, ich fahre wieder. Aber wir wollen diese Pizza ausliefern, die wir gar nicht bei uns haben. Oh, da ist was. Ich weiß nicht, ob was vor mir ist. Oh Gott. They don't care about me. They never loved me. Oh. Ich wollte schon so in die Kamera zeigen, damit ihr es seht. Das ist mega logisch. Mega traurig. Okay. Ich habe mich schon eingewickelt. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. Wollen wir mal hier rein, oder? Hallo? Jemand zu Hause? Okay, ich nehme mal einen Apfel. Ich kann mir keinen Apfel nehmen. Ich hau überall gegen. Dann ist das halt so. Das Ding da vorne gefällt mir überhaupt nicht. Da will ich nicht hin. Klopf mal an die Tür da. Du bleibst schön da sitzen. Du bleibst schön da sitzen, habe ich gesagt. Oh, das hat funktioniert. Oh, ich habe mich erschrocken. Du bleibst da sitzen, ja? Wir verstehen uns, sonst gib it. Hallo? Tür wieder zu? Kann ich Tür wieder schließen? Dankeschön. Oh, da sitzt jemand. Let's play at midnight. Okay. Du bleibst da auch schön sitzen. Hier ist eine echt große Küche. Ich kann auch nicht sagen, in welche Richtung ich gucken will. Ich will vielleicht mal wieder in die Kamera gucken, in die Richtung der Kamera. Was haltet ihr davon? Kann ich aber nicht bestimmen. Na gut. Du bleibst da schön sitzen. Ich glaube, ich hätte gern so ein Messer. Komme ich da dran? Ich muss an dieses Messer. Nein, ich komme nicht ans Messer. Hier ist überall was.
Fuck me. Leute, das gefällt mir hier gerade überhaupt nicht. Ich habe Angst. Da ist verschwunden. Okay, ich guck mir kurz die Notes an dem. Oh Gott, oh Gott! Alter, habe ich mich erschrocken. Alter. Das ist nicht cool. Das ist das Gegenteil von cool. Das ist uncool. Fuck me, ey. Scheiße, ich hab die Dinger vertauscht. Ich möchte gerne in die andere Richtung anfangen. Ich muss mich ja jetzt sofort immer umdrehen. Das ist doch scheiße. Hello. Your pizza's Hello. Here. Tschüss, Kamera. Oh, ja. Nee, im Sack. Okay, ich will da nochmal rein. Ich will wissen, was auf dem Laptop steht. Sitzt da hinten der Dude eigentlich wieder? Dem können wir eigentlich auch mal Hallo sagen. Nee, der sitzt da jetzt nicht! Wo ist denn da die Logik? Okay, Lady. Was ist jetzt passiert? Hier wurde Pizza bestellt. Thanks for ordering. Ja, wir haben eine Pizza bestellt. Und jetzt? Ach so. Alles cool. Darf ich wieder rausgehen? Ich gehe lieber mal wieder raus, ja? Da hinten ist sie in der Ecke, die Bitch! Tür zu. Ist hier auch ein Püppchen? Das ist eine Nippellappe. Wieso ist alles immer so weit weg? At least I had some friends in the basement. Chester, Kiki, Mr. Tatas. Alles creepy. Okay. Okay, Tür ist zu. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen wieder durch die Küche. Ich will nicht durch diese Küche. Ich sehe keine andere Wahl. Hallo, junge Frau. Ich gehe einmal kurz hier durch, okay? Kein Grund, gestresst zu sein. Haben wir uns verstanden? Ich glaube, wir haben uns verstanden. Dann. Okay. Das ist ein Problem. Ich will nicht stören, ich gehe wieder. Ich muss mich mal so umdrehen wegen dem scheiß Kabel. Okay, ich kann die Tür nicht zumachen, ist kein Problem. Alles in die Richtung ist scheiße. Ich versuche mal in die Richtung hier. Da
Das wirkt wie eine Einladung. Ich schwitze, weil ich Angst habe. Okay, Bruder. Hier sieht es dunkel aus. Ich will die Tür wieder zumachen. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Okay, ich gehe in den Raum. Ich bin mutig. Ich bin doch nicht mutig. Ich habe Angst. Okay, der ist weg. Das ist ein Problem. Was ist hier? Was sehe ich hier? Ich sehe nichts. Oh Gott, ich habe Angst. Ich fliehe. Ich fliehe einfach. Einfach rückwärts wieder raus. Wir gehen einfach dahin. Ich möchte gerne wieder gehen. Hallo? Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Ich geh einfach hier weiter. Nee. Oh Gott! Verpiss dich. Wie wär's, wenn du dich... Fehler wurden begangen. Das ist ungeil. Jetzt ist sie direkt von Anfang da vorne. Wieso ist das denn immer anders? Das ist ein Problem. Okay Leute, wir müssen schnell sein. Wir achten auf nichts. Wir gucken einfach. Bruder Jakob. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir. Tür auf. Durch da. Okay, Schlafzimmer. Bruder Jakob ist weg. Das ist scheiße. I think they want to kill me. Grundsätzlich stimme ich dir dazu. Hier ist absolut komplette Dunkelheit. Keine Ahnung, wo ich hier überhaupt hin kann. Das scheint ein komischer Raum zu sein. Können wir einfach wieder verlassen werden? Irgendwas hat das mit diesen Laptops auf sich. Hat das hier überhaupt sowas wie ein vernünftiges Gameplay? Wir nutzen auf jeden Fall Max hier alle. Und ich glaube, deswegen werden die auch umgebracht. Dann lass mich dahin. It's been over a month now and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found in the living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open and the bodies could be easily seen. Hier ist aber sonst niemand, oder? Lass das! And the police have ruled out burglary as a motive. Neither body had any injuries and the cause of death was not able to tell about the corner. It seemed as though the residents were prepared. I just want to play! The police have yet to find any leads. Aber deswegen sind wir auch nicht kompatibel. Wir sind von Team Pizmeet, wir wollen mehr als nur spielen. Where is she? Hilfe? Where is she? Wer? Sucht ihr eure... Oh nein, die drei suchen die Besitzerin quasi. Die drei Puppen. Haben wir drei Puppen gesehen? Den Clown, die mit den schwarzen Haaren und die am Anfang direkt so war. Okay. Irgendwie scheint das hier technisch noch nicht so optimal zu funktionieren. Kann ich nicht übers Bett springen? Lauf mal am Bett vorbei.
Wo können wir denn jetzt noch hin eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Hier sind wir letztes Mal gestorben. Das war ungeil. Wir gehen mal wieder in den Anfangsraum. Oh ne, da ist die Bitch wieder. Hier! Ich weiß von allem! Ich schwitze, ey. Lass mich schön in Ruhe. Ja, wenn du hier bist, dann kannst du ja nicht in der Küche sein. Ja, nichts, ich bin nicht gelacht. Moment, sie ist wieder weg. Hier ist nämlich jetzt niemand. Ah, oh, fuck me. Wer bist du denn? Hier. Ich suche mit euch, okay? Ich bin auf eurer Seite. Was halten wir von der Idee? Ach, Motherfucker, der ist jetzt auch weg. Okay, kann ich auch nichts machen. Scheiße, was stand eigentlich da an Notizen drauf? I get a new door. Pick up Emily's meds. Klingt natürlich sexuell. Don't look at her. Zwinker-Smiley. Irgendwie mag ich gerade tatsächlich die Geräusche ein bisschen weniger, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, nix lachen. What the fuck? Hinterher. Die weiß bestimmt einen Weg. Oh, okay, ich habe sie angeguckt, das könnte probieren. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, hab ich Schiss, ey. Holy shit, das ist nix für mich, Leute. Gar nichts für mich. Okay, pass auf, jetzt kommt Trick 17. Aha! Na, guck mal, so kann man am Anfang rausgucken. Da draußen sieht auch nicht so toll aus. So, jetzt gucke ich nämlich in die richtige Richtung. Okay, ich soll Leute nicht angucken. Aber wie soll man Leute nicht angucken? Ganz ehrlich. Okay. Wir wissen, wo der in den Keller geht. Das ist kein Problem. Was war das? War das meine Hand, die gerade geflogen ist? Hier ist niemand. Ich guck niemanden an. Niemanden an. Niemanden an. Ich guck auf den Boden. Der Boden ist dran. Boden ist dran. Ich folg dir in den Boden. Oder werde ich den auch. Nein, 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 nein! Hardcore ungeil. Okay. Wir dürfen nicht in den Keller gucken, bevor nicht irgendwas anderes passiert ist. Dich habe ich nicht angeguckt. Wobei, wer bist du überhaupt? Ja, wo bin ich denn jetzt? Ah, jetzt ist er zu. Okay. Komisch. War das die, die da hinten immer... Wisst ihr, ich check mal da. Ich hab dich nicht angeguckt. Dich auch nicht. Ich guck mal ganz kurz, ob hier sich bewegt wird überhaupt. Okay, die geht da rein. Die Richtung ist nicht gut. Ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen, glaube ich. Okay, durch die Küche. Oder in den nächsten Tod. Küche gibt mir Hoffnung. Okay, das ist gut. Wir haben es wieder rausgeschafft, Leute. Da gehen wir nicht rein. Hier
Ja, den Raum weiß ich noch nicht so ganz, was ich aus dem machen soll. Jetzt ist der auch hell. Da sieh mal einer an. Hier ist keiner, ja? Alles cool? Alles cool. Oh Gott, jetzt komme ich wieder bestimmt irgendwo gegen. Ja, bin ich gerade gesprungen? Sorry. They will never take my friends away from me. Please no. Sind das die Eltern? Man weiß es nicht. Okay, ist vielleicht ein weiterer Hinweis. Wer weiß das schon? Wer hat das hier überhaupt irgendwas so weit wie Story? Wer weiß das schon? Ich steck mich einfach hier im Schrank, okay? Hört ihr das? Weil ich höre das und mir gefällt das nicht. Hallo? Jetzt ist hier auch hell. Was cool war bei der Tür noch? Die Dusche sieht strange aus. Das sieht so aus, als wären da irgendwelche Sachen. So, erstmal das Klo an. Klo sieht noch vergleichsweise normal aus, würde ich sagen. Wobei, die Dusche ist einfach nur ein bisschen komisch. Ein bisschen groß, keine Ahnung, das sieht dunkel aus, ich kann überhaupt nichts erkennen. Wie sehe ich hier keinen richtigen Hinweis? Wir sind alle coolig heute, ne? Habe ich gehört. Okay, ich bin doch nicht coolig. Oh Gott, Morgen! Ich kann das nicht mehr tun. Das ist nicht gut für mich und meine Gesundheit. Bram, ich hoffe, das war Bestrafung genug für dich und ich hoffe, du hast dich kaputt gelacht über meine Angst und ich muss jetzt aufhören und mich beruhigen. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Haut rein.